Hallo zusammen, willkommen zurück zu PyTorch. Heute wollen wir uns mit den Tensoren beschäftigen, die wir letztes Mal schon mehr oder weniger als Test benutzt haben, um zu gucken, ob PyTorch richtig installiert war. Und heute wollen wir uns endlich damit beschäftigen, was zur Hölle ist das für Zeug. Denn die Dinger werden euch um die Ohren fliegen, wie sonst was, wenn ihr PyTorch programmiert. Das sind sozusagen die Variablen, in denen eure ganzen Daten gefangen werden, in denen die Ausgaben von den Schichten jeweils gefangen werden, in denen die Rückgabewerte von dem Backpropagation oder sowas gefangen werden. Das heißt, da ist sozusagen alles drin. Die werden dann zwar nochmal verpackt, aber das ist so das Grundkonzept. Und ihr habt vielleicht, wenn ihr schon ein bisschen mit Python und NumPy gearbeitet habt, das ist eine Bibliothek für eben Scientific Python, sage ich jetzt einfach mal ganz grob. Das wird hier so ein bisschen von TensorFlow auch ersetzt, also zumindest für, von PyTorch, Entschuldigung. Das wird hier so ein bisschen ersetzt durch diese Tensoren-Variablen, zu denen wir dann auch noch kommen werden. So, was ist jetzt also einfach erstmal ein Tensor? Das haben wir letztes Mal ausgegeben hier, das ist im Endeffekt das Skript von letztem Mal und ich will jetzt euch ganz kurz anhand von diesem Ding erklären, was ein Tensor ist. Ein Tensor ist eine Matrix mit 5 Kreuz 3 Größe. Eine Matrix ist einfach eine Sammlung von Werten. Sammlung von Werten bedeutet in dem Fall, wir haben 5 Werte in den, also wir haben 5 Zeilen von Werten und wir haben 3 Spalten von Werten, macht insgesamt natürlich 15 Werte und die sind halt einfach so angeordnet, wie wir sie hier halt angeordnet haben. Das heißt, wir haben hier erstmal einen Wert. Welcher Inhalt jetzt von diesem Wert, welcher Inhalt dieser Wert jetzt hat, ist völlig egal. Das schauen wir uns dann irgendwann anders an. Das ist natürlich eigentlich das, was wichtig ist, klar, aber man muss erstmal das Konzept von Tensoren verstehen oder Matrizen allgemein. Singular übrigens Matrix, Plural Matrizen. Das führt öfters mal zu Verwirrung. So, das ist die erste Zeile. Hier spricht man genau von diesem Ding. Das ist die erste Zeile. Das ist die zweite Zeile, dritte Zeile, vierte, fünfte. Klar, dürfte klar sein. Und die erste Zeile gibt an, wie viele Zeilen wir haben. Wenn ich jetzt hier 6 reinschreiben würde, hätten wir halt 6 Zeilen. Und die nächste gibt an, wie viele Spalten wir haben. Spalte, ist das die erste Spalte, zweite Spalte, dritte Spalte, vierte Spalte, fünfte Spalte. Also die ganze Zahl gehört dann eben in diese Spalte rein. Also ich kann halt jetzt hier zum Beispiel mit einem Doppelklick markiere ich nur das, mit einem Dreifachklick markiere ich eben die ganze Zeile, deswegen, ja. Okay, so, und was bedeuten diese E plus 13? Das sieht ja jetzt mega komisch aus hier, ganz einfach, das bedeutet einfach mal 10 hoch 13, das ist einfach eine Kurzschreibweise. Das ist halt einfach eine riesige Zahl hier, deswegen hat man sich das Ganze abgekürzt. Das ist einfach eine arschkleine Zahl, aber zum Schreiben immer noch furchtbar riesig, deswegen hat man sich das halt hier so ein bisschen abgekürzt. So, wir haben jetzt hier einen Tensor benutzt, einen ganz normalen Tensor. Wir sehen aber hier unten, wird ausgegeben, es ist ein Float-Tensor mit der Größe 5 Kreuz 3. Das bedeutet, ja, 5 Kreuz 3 haben wir gerade schon gelernt, 5 Zeilen, 3 Spalten. Float-Tensor bedeutet, dass die Werte innen drin Floats sind. Jetzt, das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt für Python-Programmierer. Und zwar müssen wir hier explizit mit Typen arbeiten. Das heißt, es gibt tatsächlich sowas wie Floats, Integer und ja eben solche Sachen. Es gibt auch Bytes und so. Und das ist so ein bisschen ungewohnt. Warum brauchen wir das hier? Ganz einfach, das muss später auf der Grafikkarte laufen. Die Grafikkarte kann sehr, sehr ping, oder es muss zumindest auf der Grafikkarte laufen können. Und die Grafikkarte kann ziemlich pingelig sein, was Typen angeht. Deswegen müssen wir das hier halt normalerweise immer angeben. Wenn wir es nicht angeben, wird es erstmal umgewandelt, sage ich jetzt mal, und es werden halt irgendwelche Werte generiert. Wir können übrigens auch einen zufälligen Tensor generieren lassen, dazu können wir einfach Rand n benutzen, Rand n, und hier haben wir Sizes und hinten dran können wir out angeben. Es gibt eigentlich bei fast jeder Funktion, können wir hinten dran out angeben, und out bedeutet dann, wo soll es reingespeichert werden, und das bedeutet einfach im Endeffekt überschreiben oder sonst irgendwas, aber das brauchen wir hier nicht. Man kann es auch einfach über den Rückgabewert hier eben haben. So, das heißt, wir haben jetzt hier irgendwelche zufälligen Werte generiert, die schreiben wir in x rein. X ist dann am Ende eine Variable, ein Tensor, und den geben wir einfach aus. Das heißt, wir sehen hier wieder, Float-Tensor ist so der Standard, den man eigentlich immer verwendet. Jetzt haben wir dieses mal 10 hoch irgendwas nicht mehr. Das ist eigentlich ganz angenehm. So, okay. Was genau, oder für was brauchen wir diese Tensoren jetzt? Ganz einfach, also wir haben jetzt hier übrigens normalerweise nicht nur einen 5 Kreuz 3 Tensor, sondern wir haben halt vielleicht auch nur eine Dimension. Das wäre dann ein Vektor, den habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das wäre dann, wie gesagt, hier bloß
eine Dimension, das heißt, alles steht untereinander. Es gibt nur Spalten und es gibt nur Zeilen und nur eine Spalte. Und das ist dann einfach eine Matrix mit eben nur einer Spalte. Das nennt sich dann auch Vektor. Und wir können das Ganze aber auch ins Dreidimensionale bringen. Das lässt sich dann nur nicht mehr gut abdrucken. Das heißt, hier unten können wir nicht mehr wirklich sagen, wir wollen jetzt das alles hier abdrucken, sondern ich zeige es euch einfach mal, wie es aussieht. 5,2,2, damit wir überhaupt was sehen. So, sieht folgendermaßen aus. Das heißt, wir haben jetzt hier erste Dimension, also der erste Eintrag hier enthält halt eine 2-Kreuz-2-Matrix, der zweite Eintrag enthält eine 2-Kreuz-2-Matrix, der dritte Eintrag enthält eine 2-Kreuz-2-Matrix, der vierte und der fünfte eben auch. Und rauskommt tut dann natürlich ein 5-Kreuz-2-Kreuz-2. Das heißt, im Endeffekt haben wir hier 5 2-Kreuz-2-Matrizen. Und das ist so ein bisschen die dritte Dimension. Das kann noch weitergehen. Vierte Dimension, fünfte Dimension, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte. Wir werden es regelmäßig bis wahrscheinlich dritte Dimension, manchmal auch vierte brauchen, aber höher eher selten. Und manchmal brauchen wir sogar nur eine Dimension. Aber drei oder vier Dimensionen sind schon gut möglich. Das heißt, das kann man sich auch nicht mehr wirklich vorstellen. Drei Dimensionen kann man sich vielleicht noch so ein bisschen als Würfel vorstellen. Von mir aus, wenn ihr einen sechsseitigen Würfel habt, also das hier, wäre jetzt ein sechsseitiger Würfel und auf jeder Seite von diesem Würfel steht eine 2-Kreuz-2-Matrix. Das könnt ihr euch so vorstellen, ganz grob. Aber ja, das nur so als kleine Analogie. So, mit den Dingern kann man jetzt rechnen und das ist auch das, was man mit PyTorch im Endeffekt schön viel machen muss. Das wird im Endeffekt auch in euer neuronales Netz eingegeben, dort verarbeitet von den jeweiligen Stufen, dort auch als Gewichte werden diese Tensoren auch verwendet. Also das sind auch Tensoren, falls ihr euch erinnert, was Gewichte sind. Falls nicht, würde ich euch vielleicht meine neuronale Netze-Playlist wärmstens ans Herz legen. Ich werde hier nicht auf die Einzelheiten von neuronalen Netzen wirklich eingehen können, weil es ein bisschen zu viel ist. Das heißt, schaut euch da meine neuronale Netze-Playlist an, die, wie gesagt, ja, sollte das alles klar machen. Okay, dann gibt es natürlich hier die Möglichkeit, auch direkt die Größe auszugeben. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht mehr irgendwie das Ganze lesen, sondern ich kann einfach direkt die Größe ausgeben lassen. Da landen wir dann bei einfach 622. Achtung, das ist als Liste hier eingegeben. Das macht nachher zum Programmieren einen kleinen Unterschied. Ja. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Action hier und generieren uns jetzt einfach mal nur eine 2-Kreuz-3-Matrix. Die sieht dann folgendermaßen aus. So, damit man auch noch schön denken kann, sieht so aus. Und jetzt generieren wir uns einfach nochmal genau auf dieselbe Art und Weise eine 2-Kreuz-3-Matrix. Ups, die nennen wir Y, die geben wir auch aus, print Y. Und dann können wir damit rechnen. Das heißt, wir können jetzt hier sagen, wir wollen Sachen addieren und das geben wir auch direkt aus. Also wir können es auch in eine Variable einspeichern. Sagen hier torch.add. So, und jetzt müssen wir zwei Sachen addieren, nämlich einmal x und einmal y. Und das Ganze geben wir natürlich ganz normal aus. So, was passiert jetzt hier? Also wir haben hier jetzt den Wert 1,0472 minus 0,4717 und so weiter und so fort. Und wenn wir die Sachen jetzt addieren, hier, ich bitte euch einfach mal ganz kurz nur den ersten Wert anzugucken. 1,04 minus 1,42, das ist ungefähr minus 0,378. Das ist tatsächlich das, was dabei rauskommt. Hier Minus und Minus, naja, die werden halt beide subtrahiert. Das heißt, wir haben hier minus fast 1,6. Und hier 0,17 plus 0,84 ist fast 1,0. Ja, und so wird eben jeder Wert für sich addiert. Das heißt, beim Addieren, jeder Wert an sich wird einfach hier noch addiert. Ich werde jetzt hier nicht alle Operationen logischerweise vorstellen, aber nur, dass ihr seht, man kann auch ganz normal damit rechnen. Man muss allerdings auf die Dimensionen achten. Das macht eigentlich PyTorch alles intern. Das heißt, da müsst ihr relativ wenig machen. Kleine Anmerkung hier noch, ihr könnt auch einfach einen ganz normalen, so einen Tensor könnt ihr auch erstellen, indem ich hier einfach zum Beispiel sage, ich möchte einen Tensor, also das mache ich jetzt einfach mal hier oben, Tensor, und zwar aus folgenden Werten. Das heißt zum Beispiel die Werte 1, 2, ups, 1, 2, 3, 4, 5. So könnt ihr tatsächlich einfach direkt einen Tensor erstellen. Das heißt, es ist einfach nur eine Liste hier. Wenn wir nur eine Liste eingeben, ich mache das hier unten jetzt mal kurz weg. Wenn wir nur eine Liste eingeben, dann bekommen wir logischerweise einen Vektor raus. Eine Liste ist im Endeffekt ein Vektor. Wenn wir eine zweidimensionale Liste machen, das heißt, wir haben jetzt hier eine Liste aus Listen, dann haben wir eine Matrix und eine Liste aus Listen aus Listen. Das ist wiederum dann eine dreidimensionale Matrix. Genau, jetzt machen wir hier einfach noch eine Liste rein mit 5 Werten. Sagen wir einfach mal 9, 8, 7, 6 und 5. So,
Und das heißt, wir haben jetzt hier einen, Achtung, einen 2-Kreuz-5-Tensor. Ja, und so sieht das im Endeffekt aus. Wenn ihr jetzt das anders macht, das heißt, ihr habt zum Beispiel eine Liste aus, also diese äußere Liste bleibt bestehen, dann habt ihr hier nicht aber 5 Einträge in einer Liste, sondern ihr habt nur 2 Einträge in 5 Listen, dann seid ihr auch insgesamt bei 10 Werten, allerdings habt ihr es dann genau andersrum, dann habt ihr nämlich eine 5-Kreuz-2-Matrix. Okay, das vielleicht so als kleine Ergänzung. Selber mal ausprobieren ist am besten in so einem Fall und einfach mal ein bisschen mit rumspielen. Was kann man damit alles machen? Kann ich damit vielleicht irgendwie Sachen bauen oder irgendwas modellieren oder sowas? Und ja, ansonsten war es das von meiner Seite mal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.